glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, dieser Mann hier, Charles Darwin, hat die Welt verändert. Als er 1809 geboren wurde, glaubte man noch an die Schöpfungsgeschichte der Bibel. Das heißt, dass Gott die Welt und all ihre Lebewesen in gerade mal 6 Tagen erschaffen hatte, vor rund 6000 Jahren. Ja. Und dieses religiös geprägte Weltbild hat Darwin ganz schön ins Wanken gebracht. Und zwar mit seiner Evolutionstheorie. Damit machte er sich übrigens nicht unbedingt beliebt. Er hat sehr viel Spott einstecken müssen. Das sehen Sie an dieser Karikatur. Mit seiner Theorie hat er behauptet, dass alle Arten einen gemeinsamen Ursprung haben und dass wir Menschen letztendlich vom Affen abstammen. Heute müssen wir sagen, Darwin war seiner Zeit weit voraus. Wie aktuell seine Theorie auch heute noch ist. Und vor allem, was sie mit Fast Food zu tun hat. Das wollen wir mit unserem heutigen Gast besprechen, Professor Thomas Junker. Herzlich willkommen. Sie lehren Biowissenschaften an den Universitäten Tübingen und Göttingen und haben kürzlich ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Darwin Code. Unter anderem geht es darum, wie Darwin uns im Alltag begegnet. Wie und wo begegnet er uns denn? Also wir haben uns überlegt, was Darwin heute eigentlich interessieren würde, welche Fragen er heute beantworten würde. Und Darwin war immer daran interessiert, sich anzuschauen, wie menschliches Verhalten biologisch erklärbar ist. Nun gab es damals eben andere Themen und wir haben heute neue Themen. Und wir haben uns angeschaut, wie würde Darwin diese neuen Themen eben vielleicht beantworten. Und das beginnt eben mit dem Fast Food, von dem wir gerade gehört haben. Geht über Männer und Frauen, Probleme, über Selbstmordattentäter bis zum Sinn des Lebens. Das klingt ausgesprochen spannend. In der Tat, vor allem die Selbstmordattentäter, sich selber umzubringen für einen großen Grund ist doch eigentlich gegen die Natur. So wirkt es auf Anhieb erstmal, denn in der Biologie geht es darum, sich fortzupflanzen. Das ist das, warum wir existieren, weil unsere Vorfahren das eben immer gemacht haben. Und Selbstmordattentäter machen das ja gerade nicht, die machen das Gegenteil. Und deswegen war das ein großes Rätsel. Und man kann es aber doch mit Darwin erklären. Und zwar, wenn man in die Natur schaut. Es gibt ja bei vielen Tierarten etwas sehr Ähnliches. Wenn man mal bei Insekten schaut, bei Ameisen beispielsweise, da pflanzen sich ja auch die meisten Ameisen gar nicht fort, sondern eben nur die Königin. Und einige Ameisenarten haben tatsächlich sowas wie Selbstmordattentäter. Die sind wie lebende Bomben, die haben dann Drüsen im Hinterleib. Der explodiert regelrecht, wenn Feinde kommen. Und was ist der tiefere Sinn dahinter? Der tiefere Sinn ist, dass es eigentlich nicht in der Evolution darauf ankommt, sich selbst fortzupflanzen, sondern die eigenen Gene in die nächste Generation zu bringen. Und wie macht das jetzt so eine Ameise? Sie kann das dadurch machen, weil die Königin, die Ameisenkönigin, ihre Schwester ist. Das heißt, wenn sie ihrer Schwester hilft, sich sozusagen aufopfert für ihre Schwester, hilft sie eigentlich ihren eigenen Genen. Und ähnlich ist dieses menschliche Verhalten mit den Selbstmordattentätern auch zumindest teilweise zu erklären, dass diese meistens Männer, aber auch Frauen, die sich sozusagen aufopfern für ihre soziale Gruppe, zumindest früher in der Evolution, sich selber dann, also ihren Genen geholfen haben, weil sie eigentlich ihren Verwandten geholfen haben. So sieht das Buch aus. Der Darwin Code gebe ich Ihnen natürlich nachher auch noch in meinen Wissenstipps als Empfehlung. Und sehr spannend, ein Kapitel auch, da werde ich nachher nochmal nachfragen. Da behandelt Professor Junker zum Beispiel die Frage, wie ihr Frauen aussehen würdet, wenn ihr nicht ständig in sexueller Konkurrenz um uns steht. Oh je, da sehr bin ich sehr gespannt, ja. Darwin war auf jeden Fall schon sehr früh ein begeisterter Hobbyforscher. Er beobachtete und untersuchte Käfer und Tauben und interessierte sich für Naturphänomene. Und dann bekam er die große Chance, an einer Forschungsreise teilzunehmen. Eine im wahrsten Sinne des Wortes wegweisende Reise, die später in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Dezember 1831. Im englischen Plymouth startet die HMS Beagle zu einer Vermessungsfahrt an die südamerikanischen Küsten. 5 Jahre wird die Reise dauern. An Bord ist auch ein junger Theologe und Hobby-Naturforscher, der 22-jährige Charles Darwin. Eigentlich will er die Vielfalt der göttlichen Schöpfung kennenlernen und beschreiben. Die Erkenntnisse allerdings, die er auf der Reise gewinnen wird, werden das gängige Weltbild umstoßen. Die erste Etappe führt die Beagle über die Kanaren zu den Kapverdischen Inseln. Darwin beginnt schon hier mit glühendem Eifer, alle Tiere, die aus dem Meer gefischt werden, zu beschreiben, zu klassifizieren und zu konservieren. Die meisten Organismen sind der Wissenschaft noch völlig unbekannt.
Hobbyforschern wie Darwin verdankt man die meisten Erkenntnisse über die Natur. Nach wochenlanger Fahrt erreicht die Beagle die Küste Brasiliens. Die überwältigende Vielfalt des Lebens im Regenwald entschädigt für die Strapazen der Reise. Tausende von Tier- und Pflanzenarten leben hier, allerdings keineswegs wie in einem Paradies, wie Darwin bemerkt. Hier kommt ihm zum ersten Mal die Idee vom Kampf ums Überleben, den die Organismen jeweils auf ihre eigene Weise ausfechten müssen. Weiter geht die Fahrt entlang der brasilianischen Küste nach Argentinien. Landgang am Strand von Bahia Blanca. Darwin will hier geologische Untersuchungen durchführen und macht dabei zufällig eine entscheidende Entdeckung. Er stößt auf die versteinerten Knochen eines riesigen, offensichtlich ausgestorbenen Tieres. Später wird sich herausstellen, sie gehören zu einem vor 10.000 Jahren ausgestorbenen und bis zu 6 Meter großen Riesenfaultier. Darwin fällt die Ähnlichkeit der Knochen mit denen noch lebender Tiere auf, auch solchen von ganz anderen Kontinenten. Die Tiere scheinen sich offensichtlich im Lauf der Erdgeschichte verändert und der jeweiligen Umwelt angepasst zu haben. Arten, denen das nicht gelang, sind ausgestorben. Aber wie passt das alles mit dem göttlichen Schöpfungsplan zusammen? Die Beagle setzt ihre Fahrt fort. In heftigen Stürmen rund um Kap Horn und weiter entlang der chilenischen Küste. Die Vermessungsarbeiten verlaufen erfolgreich. Darwin nutzt die notwendigen Zwischenstopps zu ausgedehnten Expeditionen in die Anden, die seinen Schöpfungsglauben endgültig ins Wanken bringen. In großen Höhen findet er Muschelversteinerungen. Wie kommen die hierher? Dieser Boden muss vor langer Zeit unterhalb des Meeresspiegels gelegen haben und anschließend nach oben gehoben worden sein. Wie aber soll das in nur 6.000 Jahren passiert sein? Dieses Alter der Erde hatten Theologen aus der Genesis errechnet. Darwin wird klar, die Erde muss sehr viel älter sein, als die Bibel beschreibt. Das Weltbild des jungen Theologen gerät mehr und mehr ins Wanken. Von Südamerika nimmt die Beagle westlichen Kurs auf die Galapagos-Inseln, der wohl entscheidenden Station der Reise. Darwin ist fasziniert. Auf dem vulkanischen Inselarchipel leben Tiere, die es nirgendwo sonst gibt. 1000 Kilometer von der Küste Südamerikas entfernt hat sich die Natur hier anscheinend völlig ungestört und einzigartig entwickeln können. Dabei unterscheiden sich die Tiere und Pflanzen auf den verschiedenen Inseln voneinander. Vor allem die unscheinbaren Finken hinterlassen einen nachhaltigen Eindruck auf den jungen Forscher. Jede Insel, so scheint es, hat eine eigene Variante hervorgebracht, die sich durch die Form ihrer Schnäbel unterscheidet, eine Anpassung an die unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten. Als Darwin-Finken sollen sie später in die Geschichte eingehen. Das Paradebeispiel für die Entstehung neuer Arten durch Isolation des Lebensraums. Mit den Entdeckungen auf den Galapagos-Inseln ist der Grundstein gelegt für die Gedanken, die später in die Evolutionstheorie münden werden. Die Reise der Beagle allerdings wird noch mehr als ein Jahr dauern. Sie führt über Australien, das Kap der Guten Hoffnung und einen nochmaligen Abstecher nach Südamerika zurück Richtung England. Nach fast 5 Jahren auf See und einer Reise um die ganze Welt wartet nun die eigentliche Arbeit auf Darwin. Die Zusammenfassung seiner Eindrücke zu einer Theorie der Entstehung der Arten. Was für eine unglaubliche Reise. Mhm. Er hat ja später dann mal gesagt, die Fahrt mit der Beagle sei das bedeutsamste Erlebnis seines gesamten Lebens gewesen. Also ich kann mir das gut vorstellen. Was hat Darwin denn eigentlich vor seiner Reise beruflich gemacht? Darwins Vater war Arzt und wollte, dass sein Sohn auch Arzt wird. Und dann ist Darwin als
relativ junger Mann, mit 16 nach Edinburgh gegangen und hat dort Medizin zu studieren begonnen. Und damals gab es ja noch keine Narkosemittel, das heißt, und schmerzstillende Mittel gab es noch nicht richtig. Und dann musste er an zwei Operationen teilnehmen. Und die zweite war an einem Kind ohne Narkose. Und das fand er so grausam, dass er gesagt hat, die Medizin ist für ihn definitiv nichts, das kann er nicht machen. Mhm. Nun hat er sich auf die Reise gemacht. Wie stand seine Familie dazu? Also fanden die das gut, dass er eben Medizin abgebrochen hat und was ganz anderes vorhatte? Dazwischen war ja noch was, dann musste man einen anderen Beruf finden. Und dann hatte sein Vater die Idee, dass er doch Theologie studiert und Landgeistlicher wird. Ja.